wunderschönen guten Morgen alle zusammen am Challenge-Tag Nummer 22. Ich sitze hier noch bei meinem Frühstück und mache aber gleichzeitig gleich ein Facebook-Live, Insta-Live habe ich schon gemacht, weil heute, also heute ist Dienstag und Dienstag ist immer unsere Produktpräsentation um 20 Uhr, heute mit den Basisprodukten. Und da erzähle ich immer auf meinen sozialen Medienkanälen etwas über ein Produkt und heute, ja, das Produkt schlechthin, unser Aloe Vera Gel. Genau, jetzt habe ich hier gerade bei Instagram hochgeladen und dann geht es gleich bei Facebook weiter. Dann wie immer Morgenroutine, heute Mittag kommt mein Opa zum Essen. Gestern habt ihr ja gesehen, waren wir beschäftigt auf Geburtstag und hatten gestern unseren ersten Cheat Day seit 21 Tagen. Ich habe mich heute Morgen gewogen, 0 Gramm zugenommen, ich bin hochbegeistert und es geht natürlich jetzt weiter heute. Mein Opa kommt heute zum Essen und es gibt heute Hackbällchen mit Tomatensauce nach einem Rezept von meiner Oma mit Reis. Das ist eigentlich ganz gut, Doma hat aber fettreduziertes Hackfleisch geholt, um einfach von den Kalorien her einzusparen und anstatt Sahne, weil da kommt eigentlich so ein Schuss Sahne rein, also wirklich nicht viel, so 100 Gramm, machen wir aber Soja Cuisine Light rein, so wie immer. Also ja, ist es ein leckeres Rezept, vielleicht nehme ich euch später mit beim Kochen, je nachdem wie mir die Zeit reicht. Und ja, dann würde ich sagen, let the day begin. Leider ist der Schnee geschmolzen, es ist nur noch Matschepampe übrig. Mal gucken, wie dreckig der Harrison ist, wenn ich mit ihm draußen war. In diesem Sinne, bis später mal. Good morning, people. Der Winter Wonderland Schneetraum ist dahin. Nichts mehr. Alles weg. Alles trist. Alles ohne Leben. Alles ohne... Ja, so ist ein Traktor durchgefahren. Auf alle Fälle einen wundervollen, schönen guten Morgen, schönen Dienstag. Wir laufen hier erste Runde hier mit kleinen Horizont, genießen die Sonne. Und warum laufen wir eigentlich nicht? Bei mir. Ich überlege mir. Und hier mal da eine andere Richtung. Genau, so viel dazu, Kinder. Ist mir gesund, kein Stress. Da wollen wir doch andere laufen. Ja, das ist scheiße hier. So, ich fange dann mal das Kuchen an. Wie gesagt, heute gibt es Hackbällchen. Wir haben hier Rinderhackfleisch fett reduziert. Das nehme ich jetzt gleich und forme erstmal die Hackbällchen. Aber ich nehme euch ein bisschen mit. Das ist hier das Hackfleisch mit 2 Eiern, Knoblauch und Gewürzen. Also Majoran, Muskatnuss, Salz, Pfeffer. Mache ich jetzt hier durcheinander. Und dann wird das Ganze zu Bällchen geformt und erstmal scharf in der Pfanne angebraten. Genau. So, wie kriege ich das jetzt hin? Wenn man keinen Kameraständer hat, ist es ein bisschen schwierig. Also hier schön einmal gemacht und jetzt werden Bällchen geformt, wie gesagt. So, jetzt werden die Hackbällchen erstmal angebraten. Also hier sind auch noch welche. Also die werden scharf angebraten, dann wieder rausgeholt, dann wird die Soße drin gemacht und die werden dann fertig da drin gekocht. Aber in der Zeit setze ich jetzt schon mal den Reis auf. So, ich habe jetzt hier Langkornreis. Der wird jetzt gewaschen. Also das Wasser ist aus der Osmoseanlage, weil alles, was wir essen, mache ich mit, oder was wir zu uns führen, mache ich natürlich mit dem Osmosewasser. Und da wird der Reis jetzt erstmal gewaschen und man wäscht ihn so lange, bis halt hier keine, ich weiß nicht, ob man es hier sieht, bis hier keine Stärke mehr zu sehen ist. So einmal ableeren und wieder waschen und das Ganze eben so lange, wie gesagt, bis dieses Weiße verschwunden ist. Also ruhig auch mal so durchrühren und ableeren und wie gesagt, das sitzt so lang, bis es sauber ist. So, und dann gibt es so eine alte Faustformel von meiner Mutter, das heißt, man macht die Hand hier rein und wenn bis hier zu der Falte quasi das Wasser drinne ist, dann ist es richtig, das Wasser für Reis zu kochen. Also es ist so eine chinesische Weisheit, wie wir eben den Reis kochen. Hier ist dann auch mein Rice Cook. Also ihr seht, hier ist Langkornreis. Ja, den habe ich mir relativ neu gekauft. Ich hatte nämlich den ganz alten von meiner Mutter, der erste Reiskocher, den ich in Deutschland hatte, wo ich ein Baby war. Der war schon ziemlich abgeranzt. Der ist aber im Keller, weil der ist zwar ein bisschen, wie gesagt, der Lack abgesplittert und der Deckel kaputt, aber man kann noch benutzen. Ich konnte mich jahrelang nicht trennen. Und ja, dann habe ich mir aber den hier, ich glaube, vor 2 Monaten oder so gegönnt. Ja, jetzt habe ich einen neuen. Ja, und so köchelt das Ganze jetzt vor sich hin. Ja, schön die Sauce, schön die Hackbällchen. Yummy. Also. Guten Appetit. So, Kinders, jetzt geht's auf den Wertstoffhof. Das Auto ist voll mit Grünschnitt und einer
alten Tannenbaum und man darf es ja nicht sagen, aber noch die Batterien von den Feuerwerkskörpern. Das fahre ich jetzt endlich fort, dann sind wir da auch wieder sauber unterwegs. So, Autoaussagen muss auch noch sein. Mann. Hallo. Und kriegt die Reste von heute Mittag. Sehr lecker. Die Körpereröffnung, die ich fange morgens schon an, wenn ich mir meine Haare gewaschen habe oder wenn ich sie aufwaschen möchte, dann will ich schon mal, bevor ich die föhne. Als Hitzeschutz ist das Aloe First, sprühe ich mir schon auf die Kopfhaut. Erfrischt die Kopfhaut, fangen wir da mal an. Dann gebe ich es halt, Ich bin hier am Vorbereiten. Die Ladies bequemen sich heute Abend hier noch einen Podcast aufzunehmen. Also alles. So viele vorbereiten muss ich hier gar nicht. Ja, Mikrofon, die treffen sich über Zoom. Fertig, ab die Maus. Mit der linken Hand. Und ich habe Frau und Kinder und ich habe Zeit. Dann drehe ich den Knopf. So, ab in den Feierabend. Ich sehe gerade hier in der Post-Production. 1 Stunde und 22 Minuten waren die im Podcast. Ich sage jetzt gerade mal die Audio-File zum Enhancen durch, dass da die Sprache verbessert wird. Also die Qualität, nicht die Sprache, sondern die Qualität der Aufnahme. Da bin ich mal gespannt, wann ich jetzt dann morgen dazu komme, das zu schneiden. Wie dem auch sei, euch allen einen wundervollen Abend oder je nachdem, wann ihr das Ganze hier schaut. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet auch morgen gerne wieder ein. Liken, kommentieren, abonnieren. Vor allem abonnieren, ganz wichtig. Die Glocke aktivieren genauso. Ja, teilt das Ganze auch gerne. Meine Güte. Und ansonsten bleibt mir gesund, bleibt mir stabil. Bis morgen.